Ich verlor einige nützliche Fähigkeiten, die mir sonst geholfen haben, Probleme zu lösen. Ich habe alles gegessen, was ich auf meinem Weg fand. In einer muslimischen Grabstätte aß ich Fledermäuse, Schlangen, Wüstenmäuse und andere Dinge. Nach und nach nahm ich ihren Geschmack gar nicht mehr wahr. Genauso wenig wie den Geschmack meines Urins, den ich trank. Ich habe sogar versucht, mich umzubringen. Doch mein Blut war so zähflüssig, dass die Schnitte an meinen Pulsadern sofort heilten. Ich legte mich auf meinen Schlafsack. Als ich meinen Arm um meinen Körper legte, rutschte mein Ehering vom Finger und fiel in den Dünensand. An diesem Punkt dachte ich, das ist also mein Schicksal. Ich habe sogar meinen Ehering verloren. Aber als ich in den Sand griff, spürte ich ihn in meiner Hand. Den Ring, mein Schicksal. Ich sah darin ein Zeichen, dass ich mich retten konnte. Diese 9 Tage waren so, als wäre ich für 9 Tage im Schoß der Wüste gewesen. Danach war ich wie neu geboren. Ich habe keine Angst mehr zu sterben. Ich bin schon tot. The Revenant, der Rückkehrer. Ab Mittwoch, 6. Januar, nur im Kino.